Jan Frodeno, frisch gekürter König von Buschhütten. Wie schwer war dieser neue Titel in der Sammlung? Es war in der Tat eine harte Nummer, auf die kürzere Distanz nochmal zurückzukehren. Da merkt man mal, dass Vollgas halt doch nochmal was anderes ist als das, was wir auf der Langdistanz gehen. Aber auch irgendwie ein lustiges Zeichen, wenn eine Stunde 40 sozusagen sich wie ein Sprint anfühlt. Du hast ja gesagt, beim Schwimmen hättest du eigentlich erwartet, dass du nicht als Erster aus Wasser kamst. Jetzt war es doch anders. Hast du da nochmal extra Prozent gegeben oder? Ja, ich sag's mal so, die Jungs haben sich vielleicht auch ein bisschen verzockt beim Start und haben das ein bisschen verpennt. Das kenne ich natürlich noch so aus Oldschool-Zeiten, weil ich ja auch zig dieser Rennen gemacht habe. Und da war schon immer klar, wenn von 10 runtergezählt wird, spätestens, aber allerspätestens bei 3 kommt irgendwie der Schuss. Deswegen war ich eigentlich gleich auf Anschlag bereit. Und die Jungs auf meiner Bahn haben sich dann eher verkeilt und ja, deswegen konnte ich da, glaube ich, ein Loch reißen. Wie lief es dann auf dem Rad für dich? Das ist, genau deshalb bin ich ja hierher gekommen, weil ich eben nochmal so eine All-Out-Situation gesucht habe. Ich würde vermuten, dass die Wattwerte ganz gut waren. Ich schaue sie gleich auf jeden Fall nochmal gespannt an. Aber der ein oder andere Age-Grupper war, glaube ich, ganz schön geschockt, wie ich an dem keuchend vorbei bin. So sehr, dass es ja dann sogar bis zu Krämpfen in der zweiten Wechselzone gereicht hat. Macht echt Spaß, sich auch mal so einfach voll verausgaben zu können und ohne Rücksicht auf Verluste auf dem Rad Gas zu geben. Ja, Ballern auf der Autobahn ist ja hier auch immer das Stichwort. Als Zuschauer auch immer interessant zu sehen, wenn auf der einen Seite die Athleten runterkommen und auf der anderen Seite wieder hochquellen müssen. Also ist schon gar nicht so einfach hier. Ja, ich habe ja irgendwie in den letzten Tagen gehört, dass es hier relativ flach sei und habe mir gestern Abend nochmal die Strecke angeschaut und schon gemerkt, dass da auf jeden Fall große rhythmische Unterschiede sind. Dann hat man noch Gegenwind auf der Berg oder auf dem leichten Anstieg. Und da kann man dann schon sich auch ausrechnen, dass es sich hier sicherlich lohnt, dort etwas mehr zu investieren. Aber jedes Mal, wenn ich dann auch über die Schwelle gehen muss, merke ich schon, dass ich inzwischen relativ viele Körner dafür ausgeben muss. Du hast vorher von dem Rennen gesagt, du hättest auch Respekt vor der Laufstrecke. Wie war es dann für dich hier? Die Laufstrecke, das war in der Tat eine große Herausforderung. Meine Waden werden es mir sicherlich noch 2-3 Tage danken. Die fehlenden Kurven auf der Radstrecke kommen dann auf der Laufstrecke dazu. Und dieses Zickzack mit dem Untergrundwechsel, einerseits auf Aschebahn, dann Kopfsteinpflaster, dann absolut wunderbarer Asphalt mal für 100 Meter und dann so ein Flick-Asphaltteppich. Also es war echt alles dabei und das war schon für zu Kurzdistanzzeiten für mich eine Herausforderung, mit doch etwas längeren Beinen dann jeden Schritt auch sauber zu setzen. Dann wart ihr auch noch mit der Staffel hier quasi auch noch beim Laufen, auch auf der Strecke. Hast du überhaupt mitbekommen, was hinter dir so los war, wer sich hinter dir positioniert hat? Ja, ich war ganz erstaunt. Das war ja relativ knapp noch eine ganze Weile. Dann kam nochmal der Lokalmatador hier aus Buschhütten. Und ich dachte mir, der rennt schon noch ein paar Sekunden schneller als ich. Und musste dann nochmal sicher gehen, ob er nicht noch eine Runde Rückstand hatte, die er dann Gott sei Dank hatte. Wobei es auch im Ziel noch gereicht hätte. Aber das war ganz cool eigentlich mit den Staffeln. Es war einerseits natürlich sehr voll, aber andererseits auch cool, wenn mal einer ein paar hundert Meter mitrennt. Und wie gesagt, das Ganze auch für die Zuschauer irgendwie so ein bisschen spannend macht, die hier doch bei echt fiesen Bedingungen noch ausgeharrt haben. Wie sehen jetzt die nächsten Wochen für dich aus? Ich fliege morgen nach Nizza, schaue mir dort die 73 WM-Strecke an und werde eine Entscheidung treffen, ob ich da starten werde oder nicht. Und dann geht's nach Hause, nach Girona, Vorbereitung auf Kraichgau, wo es dann zum ersten Mal richtig rund geht. Dann wünsche ich mir erstmal gute Erholung und viel Erfolg im Training. Danke.